Koks, Ecstasy, LSD und weitere harte Drogen. Per Post zu dir nach Hause. Shiny Flakes. Sein richtiger Name lautet Maximilian Schmidt. Er war einer der größten Drogenhändler in der deutschen Drogenszene. Aber zuerst zum Anfang. Geboren wurde er am 6. April 1994 in Leipzig. Er zeigt schon im jungen Alter von 14 bis 15 Jahren, dass er ein Talent für Technologie und Internet hatte. Er hackte Passwörter von E-Mails, beobachtete Webcams und bearbeitete Online-Profile, um zu trollen. Mit 18 entdeckt Shiny Flex durch einen Online-Freund namens Dummes Schwein alle Art von Drogen, die im Darknet angeboten worden sind. Und damit startete er sein Business. Durchs Darknet bestellte er sich seine erste Lieferung mit 25 Gramm Koks und 10 Gramm MDMA. Mit seiner Kamera erstellte er Produktbilder und eröffnete im Anschluss seine Darknet-Website Shiny Flakes. Da er auf den Verkauf erstmal keinen Bock hatte, hat sich sein Kollege Dummes Schwein drum gekümmert. Doch dieser hat sich nach den ersten Bestellungen nicht mehr gemeldet und Shiny Flakes nahm den Versand selber in die Hand. 1 Gramm Koks, 2 Gramm MDMA, alles rein. Er verpackt die Drogen nach Wunsch des Kunden und verschickte das Zeug über seine Poststation über ganz Deutschland. Seine Ware kam dadurch schnell beim Kunden an. Amazon verkehrt. Und die Postboten wurden zu seinen persönlichen Drogenkurieren. Im ersten Monat erreichte er dadurch einen Umsatz von 15.000 Euro in Bitcoin. Das Geld fasste Maximilian allerdings nicht an. Er fand Spaß darin, sein Business zu verbessern und zu erweitern. 5 Monate später und seine Lieferung ging international. Seine Einnahmen vervielfachten sich und seine Kunden wurden immer mehr. Er bekam die besten Lieferanten, die besten Drogen und die besten Preise, da er auf große Menge einkaufte. Er ließ sich die Drogen vor das Haus liefern und trug diese selber in sein Kinderzimmer rein. Für mehr Kundenzufriedenheit legte Maximilian in jede Absendung ein Päckchen Gummibärchen dazu, um den Kunden eine kleine Freude zu machen. Durch den Kundenzuwachs kamen allerdings auch die ersten Kritiker. Meine Ware kam nicht an. Wo bleiben meine Drogen? Wo ist meine Bestellung? Wie lange muss ich noch warten? Ich wusste, dass es ging. Maximilian löschte diese Kommentare einfach, um seinen guten Ruf aufrechtzuerhalten. Dazu log er die Kunden an, dass der Shop anonym sei. Allerdings erstellte er eine Excel-Tabelle, in dem die Bestellnummer, der Name, die Adresse und der Bestellumfang angegeben war. Um daheim nicht aufzufallen, brachte Maximilian regelmäßig die Pfandflaschen weg, um von seiner Mutter ein kleines Taschengeld zu bekommen. Dazu machte er seine Wäsche selber und kellnerte nebenbei in der Gastronomie. So blieb er unauffällig und unter dem Radar. Eines Tages fand eine Mieterin 2 seiner Pakete mit dem Absender Fundgrube Leipzig. Da sie so eine Fundgrube nicht kannte, öffnete sie diese Pakete und fand mehrere graue Versandtüten und verständigte die Polizei. Die Polizei fand dort 100 Gramm Amphetamine, Koks und einige Tabletten. Dieser Fall häufigte sich mit dem Merkmal, dass sie über das Postversandzentrum in Radefeld, Nähe Leipzig, verschickt worden sind. Anschließend kam die Polizei durch eine Hausdurchsuchung eines Kunden auf die Website Shiny Flakes. Nach der Observierung des Online-Freundes Red Bull ist aufgefallen, dass viele Pakete nach Leipzig gingen, zu der Packstation, an der Maximilian oft war. Sie begonnen mit verdeckten Ermittlungen, Telefonüberwachungen und Observationen. 26.02.2015. Die Polizei stürmt in die Wohnung ein und nimmt Maximilian Schmidt fest. Dabei konfiszieren sie über 1 Tonne an Drogen und am PC waren laufende Bestellungen von über 4 Millionen Euro. Maximilian wurde anschließend für 7 Jahre Freiheitsstrafe und 3 Millionen Euro Geldstrafe verklagt. Laut eigener Aussage konnte er im Knast endlich zur Ruhe kommen und entspannen, nachdem er die letzten Monate nur Drogen verpackt hatte. Der Shop lief von Dezember 2013 bis Februar 2015. Er verschickte über 13.000 Pakete. Er nahm dabei 15.188.000 Bitcoin ein. Das sind zum heutigen Kurs rund 455 Millionen Euro. Shiny Flakes heute. Maximilian Schmidt wurde erneut für 4 Jahre Freiheitsstrafe verklagt, da er dabei geholfen hat, den Online-Shop Candy Love aufzubauen, der ebenfalls zum Drogenhandel diente.
Fazit: Auch wenn es in dem Video so leicht klingt, einen Drogenshop aufzubauen, nehmt euch an Shiny Flakes kein Beispiel, denn früher oder später erwischt es jeden. Dazu ist noch zu sagen, lasst die Finger von Drogen und passt auf euch auf. Hier findet ihr noch weitere Videos auf meinem Kanal.